Recht herzlich willkommen zur Folge 221 von Simotrans. Ja, sind wir drinnen bei unserem paar Kröten, die hier gerade laufen. Ich stelle mir hier immer die Frage, warum der an der gleichen Stelle da immer hält. Der Doofmann, der soll doch woanders parken, ey. Komm, wir machen mal den Halt da rein und löschen den Halt dann da raus. Und jetzt bitte dann da reinfahren. Jedes Mal das Gleiche, dass er da steht, glaube. Und wenn der nichts bringt, dann können die anderen auch nichts verdienen, weil, ne, er ist wichtig zum Zuliefern. Gut, okay. Was haben wir denn hier noch? Läuft da was? Keine Gasbetonsteine. Braucht Stein, Sand und Zement. Und das wird alles irgendwie von irgendwo angeliefert. Andere Seite von der Karte natürlich, ne? Zementfabrik ist da. Sandgrube ist da. Können wir knicken, brauchen wir gar nicht machen. Sandgrube wäre Gasbetonsteine, ja. Da hinten halbe Karte rum. Das ist auch da in der Ecke. Das auch. Die sind alle da hinten. Und eins ist in Osnabrück. Ist jetzt nicht so prickelnd. Was läuft hier in der Papierfabrik? Eine Druckerei wird beliefert. Nutzwälder sind angeschlossen. Das ist ein Frankfurter Nutzwald. Der wäre sogar möglich, dass das darüber gebracht wird. Stellt sich nur die Frage, hier ist bestimmt keiner, der darüber fährt zurzeit. Macht also auch keinen Sinn, den zu beliefern. Was ist hier mit Öl? Da gibt es noch mehr Bohrinseln. Und die ist ja gleich gegenüber, glaube, ne? Ja, dann sollten wir vielleicht hier noch einen Tanker hinschicken, oder? Und das Kraftwerk hat ja immer kein Öl. Wo ist der? Da ist der Frachthafen. Und das war hier, ne? Ölfrachter. Fahrplan ist von dort. Machen wir mal anders, die Seite. Müssen wir gleich das obere rauslöschen. Gut. Das rauslöschen, das 100%. Neue Linie. Ja, was ist das da? Und da können wir mal gerade nicht rübergehen, dann geht die Tastatur los. Müssen wir so gehen. Ja, eine Bohrinsel ist das. Münsterhafen, würde ich mal sagen, ne? Ja, anders geht's ja schon gar nicht mehr, ne? Münsterhafen. Und das Ganze geht nach. Sag schon, Frankfurt ist das, Frankfurt Hafen. 100% und das Schiff lassen wir mal starten. Wo ist es? Hier oben ist es, da kommt es auch schon. Einmal auf. Wir können mal gerade den Stahl-LKW noch suchen, den wir letztens auf hatten für Darmstadt, ne? Ich glaube, der hat gerade entladen. Nee, das ist es nicht. Da war eine Bushaltestelle wohl noch neben. Stahl, ja, das ist er. Der hat gerade aber Plus gemacht. Das ist doch schon mal schön. Und dann ist hier noch irgendwo einer am Fahren. Ist der das? Köln Baumarkt, ich glaube auch. Und wie sieht es bei dem aus? Bei dem sieht es ganz schlecht aus. Super, he? Wie sieht es hier in der Produktion auf? Benzin, Kunststoffe ist reichlich da. Es fehlt aber an Öl, um weiter zu produzieren. Und der wird das dann an die Tankstellen liefern. Köln ist natürlich die nächste, ne? Öl wird angeliefert. Okay, das heißt, wir können da eigentlich noch mehr verkaufen. Es kommt jetzt nur gerade kein Öl vorbei, oder wie sehe ich das? Machen wir gerade das so. Wo ist die Tankstelle? Hier unten. Wird denn da was gemacht? Nee, da können wir also ganz schnell ein bisschen Benzin hinbringen. Da ist Benzin. Okay, gibt's nur den einen. Und den kriegt einen Fahrplan, der von dort nach dort geht. In der Raffinerie soll er 100% tanken.
Laden. Neue Linie ist Köln. Nach Köln. Ah, erst ein Bindestrich. Köln. Tanke. Passt. Starten. Gucken, wo er hinfährt. Und ob er Plus macht. Die beiden haben rote Zahlen, das ist natürlich schlecht. Der ist gerade auch noch dabei leer. Entschuldigung. Jetzt gucken wir mal hier, was er hier so bringt. Na, der fährt da gerade über der Brücke. Und sollte dann auch laden, ne? Kriegt er auch volle Ladung. Gut, wir machen mal hier gerade noch unser schickes Fenster auf. Gehen auf den Monat. Und in die Gewinnzone. Na super, das sieht ja ganz schlecht aus. Die Firma ist momentan pleite. Und wie viel Monat haben wir noch? 10 Tage noch. Oh oh. Vielleicht ist das schon die letzte Folge. Irgendwie kriegen wir es wohl nicht mehr hoch, ne? Die zweite Tankstelle ist in Schwerin. Die Tankung ist da, ne? Tankstelle, Details, wer ist angeschlossen, sieht man das? Ach so, das muss mal anders sein, ne? Schwerin Tankstelle, Schwerin Müllhof. Tankstelle, Betriebshof, wo ist der denn? Bitteschön. Kann ich jetzt nicht daraus erkennen, wo der ist, aber dann würde ich auch den nehmen, weil der ist ja auch angeschlossen. Stellt sich nur die Frage, ob sich das irgendwie... Ja, könnte. Oh, wir haben 32.000 plus, wir sind noch nicht pleite. Das wird ein knapper Monat. ...369.000, aber wir werden da nicht mehr hochkommen, ja? Der Flieger fliegt, da kommt schon wieder der nächste rein. Gut. Wir müssen es alles riskieren, hat ja anders keinen Sinn, ne? Fahrplan ist von dort nach Schwerin zur Tankstelle, aber das ist der Müllhof. Dahin. Da 100% laden, neue Linie ist Köln Raffinerie nach Schwerin Müllhof. Da haben wir irgendwie einen Tippfehler mit drin. Passt. Passt. Starten. Der fährt auch. Zugmaschine. Wir haben jetzt gerade 10.000 minus und den 24. Mai. Wir krebsen gerade im Minus rum, das ist nicht gut. Lass bis zum nächsten Ersten das hier in Schwarz werden, dann können wir noch ein bisschen länger. Die Firma ist pleite. So, er fährt hier auf jeden Fall Plus ein. Das ist ja die Kölner Tanke, ne? Die liegt hier auch um die Ecke. 25. Mai. Hier oben geht einigermaßen. Hier unten ist voll schlecht. Das ist unser neues Schiff, oder? Hat das schon jemals was gebracht? Sieht nicht so aus. Tja. Jetzt werde ich die Statistiken hier einklappen, weil die da unten sind. 8.000, 9.000 miese. Und wir haben noch den 26. Mai, der Monat, glaube ich, 31 Tage. Ne? Ja, hat er also noch 5 Tage. Okay, er hat ein bisschen Plus hier eingefahren. Hier der oben macht gerade 59 noch in Schwarz, aber das sieht nicht gut aus. Okay, wir haben jetzt 20.000 plus.
Wo ist denn die dritte Tankstelle? Darmstadt. Wie weit ist Darmstadt von weg? Ah, würde auch sich vielleicht noch rentieren, LKW dahin zu schicken, oder? Fahrplan. Von dort nach Darmstadt Tankstelle. Gibt's da einen Hof? Hm. Ich sehe gerade keinen. Ich glaube, da gibt's keinen Frachthof. Wenn wir das gerade umstellen, können wir gerade die Tankstelle anklicken. Und dann sehen wir an den Details. Ne, da nicht, war Blödsinn. Statistik sehen wir dann. Darmstadt Tankstelle Betriebshof. Ja, aber das müsste ja jetzt angezeigt werden, ne? Das tut es nicht. Das heißt, wir müssen hier ja, eine Straße bauen. Wir haben gerade den 29. Und müssen gucken, ob wir uns das leisten können. Ja, 400 ist gar nicht so teuer. Ich hatte gedacht, der wäre teurer. So. Dann den Fahrplan hier nochmal. Köln-Raffinerie haben wir. Nach dahin. Köln-Raffinerie auch 100% laden. Neue Linie. Köln. Darmstadt Tanke. Passt. Starten. Einmal dahin und den LKW ausgewählt. So, wir haben 18.000 und sind kurz vor Monatsende. Geht's hier, 80.000, da kam jetzt gerade ein guter Schwung dabei, das heißt, wir schaffen den nächsten Monat wahrscheinlich wieder über die Grenze, aber ich denke, dann haben wir wirklich noch 4 Wochen und das war's dann, ne? Weil hier geht's irgendwie nicht höher. Und der hier, der macht mir Sorgen, ich glaube, den habe ich fehlgekauft. Obwohl er gerade beladen ist. Müssen wir mal gucken, was er macht. So, der Monat ist durch. Und wir sind zwar momentan pleite angezeigt, aber wir haben noch ein paar Tage. Gut, der LKW fährt auch wunderbar hier jetzt das Holz. Wo fährt denn der hin? Ach so, nee, das ist der nicht der Zulieferer, das ist der, der es wegbringt. Das hier ist der Zulieferer. Habe ich den auch irgendwo offen? Sehe ich gerade nicht. Das ist der, der fährt aber auch minus ein, na super. Ah, jetzt hat er 326. Rentiert sich auch nicht so ganz. Er fährt noch Richtung Hafen. Wie weit hat er es noch? Okay, noch ein ganzes Stück. Wie ist denn die Statistik zu dem? Wahrscheinlich auch ganz schlecht, ne? Sieht nicht gut aus. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir hier vergessen haben, übersehen haben, wo es richtig aussieht und Flughafen. Die Flughafengeschichten, die bringen Geld. Rein theoretisch. Und wo wollen die alle hin? Lindau Tankstelle. Lindau Knoten. Das wäre ein Bus, ne? Wo ist denn der Lindau Knoten? Da oben war der oder wo war der? Nee, da ist nicht da oben. Lindau Knoten, da unten ist Lindau Knoten, da wollen die alle hin. Lindau Südstern, Lindau Oberstadt. Sehe ich jetzt gerade auch nicht hier unten, das ist dann wieder wahrscheinlich da oben.
Weststern, Kreisel, Allee, da ist Oberstadt, da wollen auch einige hin. Was ist denn das für eine Ansicht hier? Stadtbuslinie 1. Die fahren aber alle rote Zahlen, auch schön, ne? Ja, an der einen ist Personal anstehend und die anderen sind alle leer und die Tankstelle natürlich. Ist das die gleiche oben? Ja, okay. Lindau, Tankstelle. Den kann er doch löschen dann, ne? Passt. Tja. Den können wir zumachen. Ich glaube, das war's jetzt erstmal, ne? 6. Juni. 400.000 Miese. Die Firma ist pleite. Und das wurde noch schlechter zum 1. Naja, fährt jetzt hier wieder plus leichtes ein, aber insgesamt fährt der Minus. Das bringt's also auch nicht. Also die, die ich jetzt hier, glaube ich, angeschafft haben, die haben mir gerade das Genick gebrochen, ne? Ja, der Stahl fährt zwar, aber bringt's es? Kohle, Eisenerz, Stahl wird auch produziert, läuft auch. Hier ist so viel Eisen, dass noch kein Eisen geliefert wird und Kohle ist auch so viel da, dass auch keine Kohle geliefert wird. Die Züge sind dann stehend in den Bahnhöfen. Raffinerie. Tja. Hier noch ein Tanker? Ne, das ist auch Stahl. Der hat Holz. Fährt auch miese ein. Wie viele Leute stehen hier? Ja, die wollen alle hier innerstädtisch weiter, ne? Ja. Funktioniert auch nicht. Köln-Landbahnhof, wo ist das? Da ist das. Ja, kannst du auch nichts mehr machen. Frankfurt-Müllhof, da liegen immer noch 2000 Rollen Papier rum. Stellt sich gerade die Frage, wie sich diese hier rechnen. 199 plus. Und in die andere Richtung. Ja, machen alle plus. Druckerei macht plus. Wie sieht's denn in der Druckerei aus? Die haben keine Druckfarbe, super. Ist das der LKW für die Druckfarbe hier? Hm. Pflaster angeklickt. Ja, sieht so aus. Ah ne, der holt gerade Bücher. Bringt gerade Bücher weg, der holt sie nicht, der bringt sie gerade weg. Hier oben ist irgendwo der 25% beladen. Fährt denn von hier jemand? Das war jetzt falsch. Fährt denn von hier? Ja, doch, da ist er, glaube ich. Das ist der LKW, der zum Chemiewerk da fährt, ne? Ja. Macht auch einen Haufen Miese. Keine Ahnung warum. Aber dann ist die Kette am Laufen und dadurch wird es vielleicht besser. Hm. Ja, Produktion Papier, das läuft. Aber was bringt uns das gerade? Nicht so viel, ne? Gut, okay. Ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.